was bisher geschah. Ah, was für eine Zerstörung. Seitdem ich entfesselt bin, kann mich niemand aufhalten. Nur noch zwei Spieler. Warte auf mich und ich werde dir helfen. Ein Freund. Ich vertraue auf mein Mermaid-Deck, dann kann ich gar nicht verlieren. Noch zwei Gegner, dann muss ich mich um Victor kümmern. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich werde diese Woche wohl Zephran spielen, damit rechnet er nicht. Ah, Votidi ist gerade online gekommen. Duell! Ich fange an. Ich spezialbeschwöre meinen Austauschfrosch. Ich nutze auch gleich seinen Beschwörungseffekt. Dann nehme ich ihn auf die Hand und beschwöre ihn als Normalbeschwörung. Wieder kann ich seinen Effekt nutzen. Dann rufe ich meine Rune Königin vom Friedhof und rufe dann mein mächtiges Xyz. Du bist dran. Das wird mich nicht aufhalten. Ich ziehe. In deiner Standby-Phase darf ich nun einen Frosch aus dem Deck spezial beschwören. Das juckt mich nicht. Ich aktiviere meine Zauberkarte, um so ein Dino zu suchen. Dann aktiviere ich meine Zephran-Karte. Effekt. Danach aktiviere ich noch meine Panel-Karte. Denkst du, ich lasse das zu? Dann beschwöre ich meinen Oviraptor. Durch ihn suche ich mir ein weiteres Dino-Monster auf die Hand. Ich aktiviere den Effekt meines Saurus und darf so ein Dino Level 1 aus dem Deck rufen. Kannst du gerne tun, aber ich darf dann ziehen. Max 10. Verdammt! Egal, erstmal gehe ich in die Battle Phase und greife dich mit beiden Monstern direkt an. Jetzt gehe ich in mein Synchro und suche mir so eine Yangxing-Karte. Ich aktiviere die gesuchte Karte gleich und so kann ich zwei Monster Pendel beschwören. Ich suche mir noch eine Zephran-Karte, um mir danach eine weitere zu suchen. Dann suche ich ein letztes Mal in diesem Zug und suche mir noch einen Dino. Was? Warum gehe ich in die Endphase? Ich will meine zwei Karten noch setzen. Was ist hier los? Hallo Schattenspieler, ich habe es endlich geschafft, in dein System zu kommen. Du warst das? Das wird mir jetzt den Sieg kosten. Ich habe auf so einen Moment gewartet. Du wirst das Spiel nicht gewinnen. Victor! Richtig. Durch die Daten von Kari weiß ich, dass du mir nichts anhaben kannst, wenn ich keinen direkten Kontakt mit technischen Geräten habe. So ist das also. Denkst du das wirklich? Die Daten waren sehr eindeutig. Richtig, waren sie auch. Doch es waren alles Flinten. Denkst du wirklich, ich brauche technische Hilfe, um sowas zu machen? Was? Wie meinst du das? Du hattest schon genug Chancen. Jetzt ist es Zeit, dir den Todesstoß zu geben. Wie das? Du kannst mich nicht töten. Ich zeig dir jetzt, was wahre Macht ist. Stör! Nein, ich war mir so sicher. Ich hätte noch warten sollen. Ich war zu unvorsichtig. Es kann so nicht weitergehen. Schattenspieler. Fürs Erste spiel ich dein Spiel mit. Aber wart's noch ab. Wir sind noch nicht miteinander fertig. Ich habe damals verloren. Aber dieses Mal werde ich dich besiegen. Ich weiß, ich kann dich schlagen. Danke, Karl. Das wird mir weiterhelfen. So, ich werde dich jetzt besiegen. Ich ziehe. Zunächst beschwöre ich wieder einen Austauschfrosch. Nein, das lasse ich nicht zu. Ich beschwöre mein Monster als Synchrobeschwörung und gebe deine beiden Monster zurück ins Deck. Das hält mich nicht auf. Ich rufe meinen Mermaid Abysteros als Spezialbeschwörung und kann mir jetzt zwei Karten suchen. Dann beschwöre ich meine Tiefseediver. Durch sie kann ich meinen Atlantischen Prinzen aus dem Deck spezial beschwören. Ich nutze seinen Effekt, dadurch kann ich mir wieder zwei Karten suchen. Dann rufe ich jetzt meinen Megalo, um dein Ende vorzubereiten. Durch den Effekt meiner schweren Infanterie kann ich dein Monster zerstören. Dann nutze ich den Effekt von Megalo und darf so jetzt zweimal angreifen. Dann rufe ich meinen Briona. Dadurch kann ich deinen Balmons auf die Hand geben. Jetzt bist du schutzlos. Attacke! Verdammt, nur wegen Victor! Ich habe Schattenspieler vernichtet. Auf meinem Weg zum Sieg in der Duell hält mich keiner mehr auf. Denkst du echt, du entkommst mir? Nein, Schattenspieler, lass mich. Nein, nein, nein! Jetzt hab ich dich! Ich spiel nicht online gegen dich. Lass uns treffen. Ich schick dir die Adresse. Smitty. Bald ist es geschafft. Smitty, du wirst mein letzter Gegner sein.